Ja, nach diesem fulminanten Vortrag hat Ihnen der Fritz Hinterberger jetzt auch noch einen Neurologen besorgt, also einen Nervenarzt, den wir vielleicht zunehmend brauchen in unserer verrückten Zeit. Noch dazu einen Nervenarzt, der selbst verrückt genug ist, zu glauben, dass er gemeinsam mit anderen die Welt ein Stückchen verändern kann. Und warum stehe ich eigentlich hier? Ich sehe in meinem Beruf seit vielen Jahren, jeden Tag, sowohl in meiner Praxis als auch in Unternehmen, einen Haufen von Menschen, die mit einem inneren Nein durchs Leben laufen. Und alle diese Menschen, die ich da treffe, sehnen sich nach einem Ja. In einem Rahmen, zu dem sie Ja sagen können. Und alle diese Menschen sehen keine für sie gangbare Brücke und haben das Gefühl, ich kann ja doch nichts ändern. Und das macht sie nicht gesünder, sondern noch kränker. Und irgendwann beginnt man sich dann zu fragen, welche Gesellschaft produziert diese unglaubliche Masse an Menschen, die zunehmend krank werden, Depressionen 2030, das mit Diabetes das weltgrößte Gesundheitsproblem sein, in einer Welt, in der immer mehr Menschen eigentlich viel mehr haben, als sie brauchen. Weltweit sterben mittlerweile mehr Menschen an Überernährung als an Unterernährung. Und warum explodieren psychische Erkrankungen? Was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun? Und wenn wir dann gleichzeitig sehen, dass eigentlich jeden Tag auf dieser Welt 300.000 neue Leben mit einem inneren Ja beginnen, weil ich habe noch kein Kind gesehen, das mit einem Nein auf die Welt gekommen wäre, und doch so viele Menschen mit einem Nein durchs Leben laufen. Wenn wir gleichzeitig ganz genau wissen, wie wir jetzt auch bei Hubert Rombeck gesehen haben, wir haben alle Technologien, die wir brauchen. Wir wüssten, wie es geht, und doch verschlechtern sich alle ökologischen Daten immer rascher, trotz hunderter Konferenzen. Es gibt weltweit tausende Initiativen, die sich ökologischen und gesellschaftlichen Problemen zuwenden, und doch erreichen sie offenbar nicht genügend Impact, alle zusammen nicht. Und wenn wir sehen, dass derzeit in unserer jetzigen Welt der Entwicklungsstand eines Landes, der menschliche Human Development Index eines Landes, fast exponentiell mit dem ökologischen Fußabdruck eines Landes korreliert, das heißt, je höher der Entwicklungszustand eines Landes, es steigt exponentiell der ökologische Fußabdruck. Das kann doch nicht sein. Wir müssen wohin, wo wir höhere Entwicklung mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck verbinden können. Nun, wenn man sich fragt, was sind denn eigentlich die Hintergründe all dieser Problementwicklungen? Nun, ich glaube, ein ganz, ganz zentrales gesellschaftliches Problem ist letzten Endes eine mittlerweile globale Isolation von Menschen und die Förderung ihrer negativen Anteile. Ich habe so ein ganz privates, einfaches Modell. Ich glaube, dass ein gewisser Prozentsatz von Menschen werden sich immer verantwortungslos verhalten. Und ein gewisser Prozentsatz von Menschen wird sich immer, auch unter schwierigen Umständen, positiv, kooperativ und verantwortungsvoll verhalten. Aber ich glaube, die große Masse sind Wechselwähler. Wechselwähler von Menschen, die sich je nachdem, welche Anteile in ihnen getriggert werden, entweder besser oder schlechter, verantwortungsbewusster oder verantwortungsloser, kooperativer oder egoistischer verhalten. Und in meinem Beruf habe ich es gelernt, systematisch und relativ unbarmherzig die guten Anteile in Menschen zu fördern. Und ich sehe die Ergebnisse, und das sind gute Ergebnisse. Weil ich versuche eigentlich, auch wenn Menschen in Krisen zu mir kommen, immer schon im allerersten Gespräch herauszufinden, möglichst unauffällig, was ist so diese leise innere Sehnsucht dieses Menschen? Und ich versuche da Formulierungen dazu zu finden, die schreibe ich dann auf eine Karte auf, gebe es vielleicht jemandem mit. Ich habe in hunderten Gesprächen noch nie erlebt, dass die innere Stimme eines Menschen irgendeine negative Sehnsucht gehabt hätte. Das sind immer gute Dinge. Und das macht mich zuversichtlich, dass es in genügend Menschen hier sowieso, aber auch da draußen, gute Anteile gibt, die wir fördern können. Und wenn Herr Romberg jetzt auch
kurz das kapitalistische System erwähnt hat, dann muss man einfach feststellen, dass dieses System sowohl strukturell als auch im Mindset Menschen in Isolation bringt und zu einer Entsolidarisierung in der Gesellschaft führt. Zweites großes Problem: Wir haben in ganz vielen Systemen weltweit positive Feedbackschleifen. Wenn der Laie hört positiv, dann denkt er, das ist was Gutes. Wenn wir positive Feedbackschleifen sehen, dann kriegen wir Angst, weil wir wissen, das sind Feedbackschleifen, die in Eskalationen führen. Wir haben Verkehr, wir brauchen neue Straßen ziehen mehr Verkehr an, deswegen brauchen wir wieder neue Straßen und so funktioniert es überall. Wenn man den menschlichen Körper kennt wie ich, dann wissen wir, dass unser gesamter Organismus nur deswegen dauerhaft funktionieren kann, weil wir eine Unmenge an negativen Feedbackschleifen eingebaut haben in unserem System, die Evolution sehr schlau designt hat, damit wir langfristig überleben können. Sonst wären wir innerhalb weniger Tage tot. Dieser exponentielle Zusammenhang zwischen Entwicklung und Ressourcenverbrauch, den habe ich schon angesprochen. Ja, Strategie ohne Aktion und Aktionen ohne Strategie. Für mich ein weiteres Grundproblem. Wir haben hunderte Konferenzen, trotzdem werden alle Klimadaten immer schlechter. Es werden ständig irgendwelche Strategien in die Welt posaunt, aber sie erreichen nicht die Leute, die sie umsetzen können. Und gleichzeitig gibt es Tausende und Abertausende Graswurzelinitiativen, die es aber aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, sich strategisch so zu bündeln, dass sie wirklich mehr werden können. Und natürlich ein fünfter Grund: versteckte Interessen, der natürlich das ganze System am Laufen hält. Und wir haben begonnen, ich zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Kollegen aus verschiedenen Bereichen, weil ich muss ja zugestehen, über Ressourcenverbrauch und Ökologie und Regionalökonomie verstehen die meisten von Ihnen viel mehr als ich. Aber wir haben einiges schon gehört, nämlich stellen wir uns doch vor, es gelänge, die wesentlichen Grundbedürfnisse, die Menschen brauchen, stärker als bisher zu regionalisieren. Regionale Kreislaufwirtschaft, Energieerzeugung, Nahrungsmittelproduktion mit nachhaltiger Landwirtschaft und ähnliche Dinge. Und zwar, ich habe es genannt, tiefe Kreislaufwirtschaft. Weil das, was mir Menschen erzählt haben, die sich mit Circular Economy beschäftigen, hat bedeutet, dass Circular Economy heutzutage noch viel, viel zu oberflächlich gedacht wird. Und dass wir eigentlich viel tiefer in die Systeme eindringen müssen, dass wir intersektorale Kreislaufwirtschaft in ganzen Städten, in ganzen Regionen betreiben müssen und nicht in einzelnen kleinen Unternehmen, die dann die Plastiksackel wiederverwerten, die sie selber produzieren. Das muss viel tiefer funktionieren. Und wenn das tiefer funktioniert, bedeutet das, dass wir die Wertschöpfung, die in einer Region entsteht, stärker in der Region halten können als bisher. Das bedeutet, dass die Energie, die die Menschen dieser Region oder Stadt in diese Wertschöpfung investieren, wesentlich effizienter genutzt wird. Zusammen mit der Digitalisierung bedeutet das, dass ich völlig andere Arbeits-Lebenszeitmodelle fahren kann. Und dann kann ich auch völlig andere Gesundheits- und Bildungsmodelle entwickeln, in denen Menschen wie Sie und ich uns ganz integral in Bildung engagieren können. Unsere Kinder können von uns was lernen. Derzeit delegieren wir Bildung an die Schulen, Gesundheit in die Krankenhäuser und die Altenpflege in die 24-Stunden-Betreuung. Und wir wissen alle, was dabei rauskommt. Bildung und Gesundheit müssen zu gesellschaftsdurchdringenden Aufgaben werden. Und wenn wir diese verschiedenen Bereiche wie Nahrungsmittelproduktion, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Energie so ein bisschen so betrachten wie die Organe eines Körpers, die durch ein Herz und den Blutkreislauf kooperativ miteinander verbunden sind, dann haben wir Menschen ja noch eine spezifische Ressource, wir haben unser Gehirn. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass wir nicht nur eine tiefe Kreislaufwirtschaft haben mit neuen Gesundheits- und Bildungsmodellen, sondern das koppeln mit systematischer Innovation in Regionen und Städten, und dafür gibt es weltweit Vorbildmodelle, dann bekommen wir so etwas wie einen denkenden Organismus. Und wenn wir uns vorstellen, es gibt nicht nur eine solche Region oder Städte, sondern mehrere, oder weltweit ganz viele, ein Netzwerk dezentraler grüner Innovationsgeneratoren mit regionaler Wertschöpfung, mit kooperativen Modellen. Es gibt gerade ein ganz großes Revival der Genossenschaftsbewegungen, braucht es auch neue Modelle. Und wir vernetzen diese Regionen hinsichtlich Wissen und Innovation. Dann entsteht etwas, was wir WISE nennen können, ein Worldwide Innovative Sustainable Environment. Und WISE gefällt mir persönlich besser als SMART.
Da draußen rennen nämlich viel zu viele smarte Menschen herum, die unsere Welt kaputt machen. Und bitte. Und wenn wir uns das betrachten, dann können wir vielleicht auch feststellen, dass die allermeisten Ressourcen, von denen wir leben, kommen aus der Natur. Und es gibt eine spezifische menschliche Ressource, das ist der Geist. Und zwischen diesen beiden Arten von Ressourcen gibt es ein paar fundamentale Unterschiede, zwei nämlich. Natürliche Ressourcen wie Wasser, Essen und Ähnliches werden durch Teilen weniger. Wissen wird durch Teilen mehr. Natürliche Ressourcen, materielle Ressourcen brauchen für ihren Transport unglaubliche weitere Ressourcen und dieser Transport verursacht einen Gutteil der großen ökologischen Probleme, die wir derzeit haben. Wissen kann ich weltweit praktisch ohne Energieaufwand in Echtzeit teilen. Das ist so ein bisschen ein Modell, das umgekehrt ist dem, was große Konzerne eigentlich tun. Große Konzerne versuchen, die Welt mit ihren materiellen Gütern zu überschwemmen und ihr Wissen geheim zu halten. Wir wollen Materie regionalisieren und Wissen globalisieren. Die Frage, wie kann sowas gelingen? Ich habe es aufgegeben, auf die große Politik zu setzen. Wir haben uns ganz bewusst in unserem Projekt nicht an die Bundespolitik gewandt, sondern an Regionen und Städte. Weil die Regionalpolitiker, die haben meistens ihr Herzblut noch in der Region. Die sind dort geboren, die haben jeden Tag Kontakt mit den Menschen aus der Region. Die haben auch noch sowas wie einen Leidensdruck, den die Bundespolitik in dieser Ebene nicht mehr hat. Und auch die großen anderen Organisationen, da fängt es dann wieder an, interessant zu werden. Und ich glaube, dass jede Region, jede Stadt, die sich wiederum aus Menschen zusammensetzt, ähnlich wie einzelne Menschen, auch so etwas haben kann, nicht nur einen Leidensdruck, Abwanderung, Fachkräftemangel, Städte als Klimaopfer etc. etc., sondern dass jede dieser Regionen und Städte, ähnlich wie einzelne Menschen, auch so etwas haben kann wie eine regionale Sehnsucht, eine regionale Vision. Warum ist diese Region, warum ist diese Stadt überhaupt da? Was ist der Purpose? Wie würden wir uns unsere Region, unsere Stadt in 20 Jahren erträumen? Und ich glaube, das kann am Anfang eines Prozesses stehen, weil in meiner Erfahrung mit Menschen merke ich, dass genau das die gesamte weitere Entwicklung trägt. Wie ein unsichtbares Grundwasser, das alle anderen Prozesse, die man dann strategisch planen kann und analysieren kann, etc. etc. tragen kann. Natürlich verbunden mit einer Analyse, mit konkreten ersten Steps und so weiter, aber letzten Endes immer auf einem Aufwärtsprozess in Richtung dieser Sehnsucht. Für diese Idee ist es uns gelungen, ein Netzwerk aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern praktisch aller großen Wiener Universitäten zu begeistern, die sich committed haben, dieses Projekt zu unterstützen. Sie sehen hier einige Namen, die Sie sicher kennen. Lauter Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Bereichen, Wirtschaftsuniversität, Universität für Bodenkultur, Technische Universität, andere, die sich committed haben, dieses Projekt zu unterstützen. Aber ein solches Vorhaben kann nicht durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allein getragen werden, weil dann kommt es oft nicht in die Welt. Von Anfang an haben wir sektorenübergreifend gedacht. Wir haben ein Forschungsnetzwerk, wir sind aber gleichzeitig in hochgradigem Austausch mit innovativen Unternehmen wie der Romberg-Gruppe, wie Fronius zum Beispiel, ein Vorreiter im Thema dezentrale erneuerbare Energien. Wir haben Kooperation mit Medien und ähnliche, weil in der heutigen Zeit muss man auch immer sehr gut kommunizieren. Und das ist das Ökosystem, in dem wir versuchen, dieses Projekt voranzutreiben. Mittlerweile haben wir fast aus dem Nichts heraus, muss man sagen, erste Modellprojekte, ein extrem spannendes Projekt in Wien, das Hascherhof-Projekt, vielleicht kennen das manche von Ihnen, wo wir offenbar ganz gute Chancen haben, zusammen mit allen Wiener Food-Pionieren in einer Bewerbung erfolgreich zu sein, mit dem Umweltbundesamt, ein Pionierprojekt im oststeirischen Kernland. In der buckligen Welt wurden wir heute schon gefragt, ob wir vielleicht eine interdisziplinäre Analyse all ihrer Aktivitäten, die sie machen, sektorenübergreifend machen könnten. Mit Serre zusammen durften wir kürzlich einen großen Forschungsantrag bei Climate Kick einreichen und
Wir haben mittlerweile auch erste Gespräche mit einer Entwicklungsinitiative in Bangladesch und andere strategische Kooperationen zu Entwicklungsorganisationen, die weltweit agieren. Es ist gerade in erster Konzipierung ein interdisziplinärer Lehrgang und Lehrveranstaltungen der großen Wiener Universitäten. Studentinnen und Studenten modellieren die Visionen einer nachhaltigen Zukunft. Ich glaube, viel was Schöneres kann es auf Universitäten nicht geben, denn es wird die Welt dieser jungen Menschen sein, um die es geht. Wir Mittelalten, Älteren, ganz Alten, wir freuen uns, wenn wir uns über die Generationen die Hand reichen dürfen und wenn wir auch ein bisschen was mit Erfahrung beitragen dürfen. Aber letzten Endes ist der Motor in der Jugend. Wir dürfen mit unserem Projekt den großen Entrepreneurship Summit heuer in Wien ausrichten, thematisch mit über 1000 Teilnehmern, junge Entrepreneure. UNIDO wird auch kommen, große Unternehmen kommen, um sich diese jungen, begabten Menschen anzusehen. Derzeit ist gerade ein Buch als Masterdokument zu diesem Projekt in Arbeit. Wir haben Kooperationen mit Medien und insofern versuchen wir diese Bereiche, man könnte sagen Gehirn, Herz, Hände und Mund, miteinander zu verbinden, zu einem funktionierenden Ganzen. Derzeit sind wir gerade dabei, ein Institut zu gründen, aus einer Gruppe junger, visionärer Menschen aus verschiedenen Fachbereichen, als Planet Yes Institute, das dieses Projekt professionell vorantreiben soll. Einerseits mit der Aufgabe, weltweit 120 Leuchtturmprojekte, funktionierende Bausteine, die es überall schon gibt, in allen Bereichen der nachhaltigen Landwirtschaft, der Zirkulärökonomie, der Energieerzeugung, der Governance-Strukturen, der Innovation in Regionen, hereinzuholen und strategisch zu bündeln, die ersten Modellprojekte zu prototypisieren und an einer weiteren Eigenfinanzierung zu arbeiten, denn in einer zirkulären Wirtschaft kann es nicht sein, dass ein Projekt ständig von Förderungen abhängig ist. Es muss daran arbeiten, sich möglichst rasch selbst zu tragen. Dafür gibt es auch einen konkreten Finanzplan, auf den brauche ich jetzt hier nicht eingehen. Und wir sind gerade im Gespräch einerseits mit möglichen philanthropischen Spendern, mit Sponsoren durch große Konzerne. Andererseits gibt es sogar Gedanken in Richtung strategischer Investments. Wir scheuen die Marktwirtschaft keineswegs, sondern wir versuchen, ihre Effekte für eine bessere Welt zu nutzen. Und so bin ich, so sind alle, die hier beteiligt sind und vermutlich auch Sie, verrückt genug, um gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Und ich denke, es startet mit unserem Jahr und führt, wenn wir es gut machen und uns strategisch bündeln, zu einem globalen Impact. Vielen Dank.